Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Immobilienfotos, die holt man ein, wenn man eine neue Immobilie in die Vermarktung aufnimmt. Aber Obacht, wenn die Immobilie verkauft ist und ich sie weiter zum Beispiel als Referenzobjekt auf der Webseite haben möchte, dann brauche ich eine neue Einwilligung, in dem Fall vom Käufer. Wie man verhindert, dass einem das durch die Lappen geht, zeige ich in diesem Video. Stellen, dass der Käufer nach einer Einwilligung zur Veröffentlichung von Objektfotos gefragt wird, ist gar nicht so schwierig. Man kann das mit einem Prozess machen. Generell bietet es sich immer an, einen Prozess zu haben nach Notartermin, wo als erstes abgefragt wird, ob der Notartermin wirklich stattgefunden hat und man dann Themen wie zum Beispiel auch Speicherfristen und so weiter, Datenpflege einbauen kann. Dafür gibt es ein separates Video, aber auch das Thema: Haben wir hier ein Referenzobjekt? Möchten wir das weiter auf der Webseite veröffentlichen, zum Beispiel mit Titelbild, ein, zwei anderen Bildern? Dann sollte da ein separater Prozess zu laufen, wo dann der Käufer eine E-Mail bekommt, dementsprechend mit Formular, zum Beispiel eine E-Mail, kann natürlich auch ein Brief sein, mit der Bitte der Veröffentlichung von Fotos nochmal einzuwilligen. Eine gewisse Zeit lang später bietet es sich dann anzuschauen, ist das Ganze dann auch wirklich eingegangen, eventuell nochmal telefonisch nachfassen. In Sachen Datenschutz war das jetzt ein Punkt, der zu beachten ist, der manchmal falsch läuft. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr und diese möchte ich auch Ihnen vorstellen. Löschkonzept, Speicherfristen, Speichereinwilligung, wer löscht Daten, technische und organisatorische Maßnahmen und so weiter. Darüber sprechen wir im Webinar. Melden Sie sich jetzt kostenlos an, klicken Sie einfach auf den Button oder geben Sie direkt ein www.masterclass.mo/DSGVO. www.masterclass.mo/DSGVO und in dem Webinar zeige ich dann nochmal ausführlich, was Sie alles beachten müssen in Ihrer Version rund um Datenschutz.